Aloha Wohnzimmerkapitäne, aloha Seekräuter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Ausgabe Ausblick und wir schauen uns direkt den T9-Zerstörer Östergötland an. Paneuropäischer Zerstörer wird demnächst ins Spiel kommen, irgendwann, genau weiß man es nicht und das ist eben der Vorgänger der Hallern und ja, man merkt auch hier die ganz klare Charakteristik des Schiffes. Zwei Türme vorne, hinten jeweils ein und in der Mitte zwei Torpedowerfer und wir wollen uns dann jetzt gleich die technischen Daten, Panzerung und so weiter mal ein bisschen angucken. Das war jetzt schon das 3D-Modell und ihr seht hier, wir haben ein T8 bis T10 Gefecht für euch, also ein richtiger Misch und wir sind hier quasi gegen eine Shung Mu und gegen eine Kagero gematcht worden. Shung Mu hat natürlich für mich den Vorteil, die kann mich nicht torpedieren, also da habe ich einmal schon mal eine Sorge weniger. Gunmäßig ist sie auf jeden Fall, naja, spannender, um es mal so auszudrücken. Da würde ich wahrscheinlich eher das Nachsehen haben. Möglicherweise, ich weiß nicht genau. Die hat ja auch ein paar mehr Trefferpunkte als wir. Und die Kagero, typischer Torp-DD, ist eher ja nicht so in dem Zweikampf stark. Da würde ich vielleicht sogar einen Stich gegen sehen. Wahrscheinlich. Aber ja, es sind halt auch nur zwei DDs dabei und das sind generell schon mal Gefechte, die für einen paneuropäischen Zerstörer allgemein schon mal das Lehnen Ticken leichter machen, wenn nicht vier, fünf DDs dabei sind. Sonst braucht man definitiv die Unterstützung des Teams, das hatte ich auch beim Halland-Video schon gesagt. Ich bewege mich jetzt hier links rüber in Richtung Key, um da einfach die Aufklärung zu machen, weil rechts haben wir ja schon einen DD, der hier für unser Team arbeitet. Eben schon gesagt, das Schiff hat eigentlich 15.800 Trefferpunkte. Ich habe hier definitiv schon geskillt, nämlich den Experten der Überlebensfähigkeit mit drauf. 18.950 Trefferpunkte sind es dann. Und dann ist der DD ganz annehmbar, weil mit den wenigen Trefferpunkten haben wir gegen die Jutland zum Beispiel ein Problem. Ne? Die haben mehr Trefferpunkte und auch einige andere DDs haben mehr Trefferpunkte, auch die Friesland zum Beispiel. Die ist natürlich auch ganz auf Gun ausgerichtet, während wir hier eher auf Torpedos ausgerichtet sind. Aber dazu kommen wir gleich. Die Trefferpunkte haben wir jetzt gesagt. Die Panzerungsanordnung blende ich euch alle gerade ein. 19 mm Rumpf, 13 mm Aufbauten, 6 mm Turm. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen zu. Nichts Besonderes dabei irgendwie. Also machen wir direkt weiter mit der Artillerie. Wir haben vorne und hinten jeweils ein Turm A2 Rohre. 120 mm sind es. Und ich habe hier die Ladezeit schon verbessert auf 1,8 Sekunden. Stock sind es hier 2 Sekunden. Mit der verbesserten Feuerleitanlage kommen wir damit 10,2 Kilometer weit. Großes Manko der Türme. Einmal haben wir einen zu wenig im Vergleich zu anderen DDs auf dieser Tierstufe. Nächste Problematik ist langsame Turmdrehzeit 18 Sekunden. Auch ganz klares Indiz dafür, dass wir uns hier eher auf die Torpedos verlassen sollten und nicht so sehr auf die Türme. Das kann man benutzen, um sich gegen Torpedo-DDs zu wehren oder so eine Sachen. Oder mal kurz irgendwo mit drauf zu hauen, kurz bevor das Schiff versinkt sozusagen, weil das dann schon eindeutig ist, sind nur noch 3.000, 4.000, 5.000 Trefferpunkte, kann man schnell nochmal ein bisschen Schaden mitnehmen mit Bränden oder irgendwas oder man hat eine gute Position, wo man einen Berg schießen kann oder so, aber der DD hier bringt halt auch keinen Nebel mit, ne? Das ist der nächste Punkt, aber wir wollen hier erstmal bei der Artillerie bleiben, deswegen muss man im Berg suchen. Ja, Sprenggranatenhöchstschaden 1.700 Punkte, 8% Brandwahrscheinlichkeit in meiner Skillung. Wir haben hier eine Panzerdurchschlagskraft für die HE-Munition von 19 mm, reicht also vollkommen aus. Ohne IFHE kommt man auf jeden Fall durch alle Aufbauten durch im Spiel, auch auf T10. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Wert. Ich würde hier auch kein IFHE skillen, weil es eben ja, typischerweise ein Torpedo-DD ist und kein Gun-DD. Ne? Und ja, AP 2150 ist der Alpha-Damage hier. Feuerreichweite 10,2 Kilometer, hatte ich eben schon gesagt. Ziemlich kurz für DDs auf dieser Tierstufe. Ich habe jetzt hier schon die ersten Torpedos im Wasser. Ihr habt gesehen, wie die Winkel aussehen. Ne? Also das war jetzt der weite Winkel, den ich abgeworfen habe. Das ist bei manchen DDs der schmale Winkel, was hier der weite ist. Und man kann dann noch einen schmäleren Fächer absetzen. Der ist dann wirklich sehr, sehr eng beieinander. Das ist hier eine Spezialeigenschaft sozusagen der paneuropäischen Zerstörer. 850 Meter ist übrigens die Mündungsgeschwindigkeit von AP und HE, da unterscheidet sich gar nichts. Und dann kommen wir zu einer richtigen Stärke der paneuropäischen Zerstörer, nämlich die Torpedos. Hatte ich eben schon erwähnt, wir haben zwei Werfer, A4 Rohre, also können wir 8 Torpedos in Wasser setzen. Und in meiner Skillung haben wir jetzt hier knapp unter 69 Sekunden Reload-Time. Das sind also 68,9, um ganz genau zu sein. Unser Alpha-Damage sind 10.700, da sagt man jetzt, okay, ist ja relativ wenig, was ist denn da der Vorteil? Zum einen haben wir hier den großen Vorteil, dass wir 15 Kilometer weit in dieser Version der Östergötland torpen können.
Die Torpedos gehen auf 1,8 Kilometer weit aus, das ist relativ weit, dafür sind die aber saumäßig schnell, nämlich 86 Knoten und damit genauso schnell wie die Torpedos der Hallern. Das ist also hier schon mal so ein Vorgeschmack, was man auf T10 dann erleben kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt, nachdem wir die Sau erfolgreich traktiert haben, ich habe sie zwar nicht getroffen, aber ich habe sie so doll beschäftigt mit den Torpedos, weil sie auch so schnell sind, dass sie halt Manöver fahren mussten, die nicht vorteilhaft für sie waren. Das Team von mir ist nämlich jetzt auch auf meine Seite hier mit vorgedrungen. Die Amagi dringt jetzt hier auch mit rein in die Inselwelt, aber die Inselwelt ist meine Welt, nämlich die Zerstörerwelt. Und ihr seht, wie schnell die Aale hier durchs Wasser switchen. Und ich denke mal, da lassen wir einen Eindruck in der Amagi. Da sind die ersten zwei Treffer schon und sie nimmt dann sogar noch mehr Treffer mit und wir können sie hier endgültig versenken. Wir haben jetzt zwar zwei Flutungen da stehen, ich möchte aber trotzdem mal darauf hinweisen, dass die Torpedos haben nicht nur mehr, also weniger Alpha-Damage, sondern auch eine geringere Flutungschance. Ja, ist natürlich, muss natürlich irgendwo gebalanced werden, dass die Torpedos so saumäßig schnell sind. Ich orientiere mich jetzt weiter, kann jetzt in meinem Team vorwegfahren, kann die gegnerischen Schiffe aufklären, ohne selber gesehen zu werden. Der CV ignoriert mich hier, ja, das ist ein großer Vorteil und er würde auch bitter bezahlen dafür, wenn er mich aufklärt, weil meine Flak ist einer der nächsten großen Vorteile, die das Schiff hier hat. Wir haben eine Mittelstrecken- und eine Langstreckenflugabwehr hier drauf. Die Mittelstrecke geht bis 3,5 Kilometer mit 100% Trefferwahrscheinlichkeit. 380 kontinuierlicher Schaden, das ist hier schon ein bisschen geskillt, ne? Gehe ich gleich drauf ein. Und dann haben wir die Langstreckenflugabwehr, die geht bis 6 Kilometer hoch. Also richtig Kreuzer- oder Schlachtschiff-like. Und wir haben dann hier 81 kontinuierlichen Schaden. Dazu kommen nochmal 4 Explosionen mit 1691 Schaden. Und jetzt darf man ja eins nicht vergessen, wir haben ja demnächst den Umbau mit den Modulen, ne, wo die Flugabwehr besser zusammengepackt wird und so eine Sachen. Und auch man kann die Torpedoschiffe noch ein bisschen mehr auf Torpedos skillen, dass die Torpedos dann zum Beispiel noch schneller sind. Ja? 5% gibt es nachher nochmal als Bonus, wenn man im dritten Slot zum Beispiel die Torpedo-Bewaffnungskompetenz da reinbaut. Also ich weiß nicht genau, wie das Modul jetzt heißt, aber wir haben darüber berichtet in einem der anderen Ausblick-Videos. Also da ist die in Zukunft nochmal ein bisschen mehr Sportlichkeit drin. Vielleicht dann prägen sich aber natürlich auch andere Nachteile nochmal ein bisschen stärker heraus. Auf jeden Fall ist die Flugabwehr so gut mit den 6 Kilometern, ihr geht selber nur 2,5 Kilometer mit eurer Flugabwehr auf. Ja, also wenn ihr, also ohne Flugabwehr, so besser gesagt, aus der Luft werdet ihr 2,5 Kilometer aufgeklärt. Das heißt, die Flieger, die euch anfliegen, die sind schon mitten in euren Full-Midrange-Flugabwehrbereich, wo ihr den maximalen Schaden rauskloppen könnt pro Sekunde. Ja, und erst dann geht ihr auf. Und das ist der Überraschungseffekt, den ihr hier benutzen könnt. Darüber hinaus hat das Schiff hier noch defensive Flakfeuer. Und das habe ich hier natürlich auch verbessert mit einem besonderen Modul. Also das ist ein riesen Vorteil von diesem Schiff. Ja, die allgemein, die paneuropäischen DDs sind ja alle sehr relativ stark mit der Flugabwehr. Nächster Punkt ist dann die Manövrierbarkeit. Ihr kriegt es hier schon mit. Nebenbei setze ich hier die Aale auf die Lion ab, die so schön runterfährt in Richtung eigene Basis. Das muss man einfach mitnehmen. Da werfe ich einfach mal so leicht verschachtelt die Torpedos ab und hoffe, dass da vielleicht irgendwas von trifft. Bewege mich jetzt selbst in Richtung gegnerische Basis. Mit Höchstgeschwindigkeit, man könnte das jetzt so als Übergang nehmen, 36,8 Knoten ist hier die Höchstgeschwindigkeit mit Sierra Mike und mit dem Motorboost, der gibt dann nochmal 8%, sind wir so an die 40 Knoten schnell. Der Wendekreisradius ist hier meiner Meinung nach ein Nachteil, mit 610 Meter ist doch relativ, naja, relativ schwierig zu handeln und 3,7 Sekunden ist hier die Ruderstellzeit, die ist wieder ganz angenehm. 4 Torpedotreffer waren es jetzt auf der Line. Die sagt sich, naja, okay, war jetzt zwar nicht schön, aber ich habe noch genug Trefferpunkte. Außerdem hat die Line ja den Super Heal und das nutzt die dann auch aus, um das schon mal ein bisschen wegzunehmen. Ich fahre jetzt hier in den Cap rein und setze den Gegner unter Druck, weil der wiederum uns unter Druck setzen möchte, bei uns an der Basis. Und ja, ich glaube, das war in der Situation genau das Richtige. Big Ben versucht hier die Smolens noch ein bisschen zu beeindrucken mit seinem Friedrich. Ist natürlich nicht ganz so einfach, gerade als Schlachtschiff. Aber ja, auf der Seite hier haben wir jetzt ordentlich Druck aufgebaut. Das ist ganz cool. Und da kommt dann auch schon der gegnerische Flugzeugträger, die Lexington, in Form von Schlachtflugzeugen. Und da könnt ihr jetzt gleich mal drauf achten, was wir hier an Flugabwehrschaden machen. Jetzt geht es schon direkt los. Ich will die maximale Zeit benutzen, damit die Flugzeuge möglichst lange in meiner Flugabwehr sind. Gleich defensiven Flakfeuer mit reingerockt hier. Und Sektorverstärkung ist auch mit drin.
Und da fliegen die Flieger runter. Hab jetzt Glück, einmal abwerfen kann er in der Regel immer, aber man kann dann halt mit der Manövrierbarkeit so ein bisschen was wettmachen. Den Schaden nimmt dann die Line lieber mit. Muss ich ja gestehen. Also ein paar Abstriche muss ich machen, aber am Ende waren es 7 Flieger. Und klar, wir werden es nicht verhindern, dass Flugzeuge einen Anflug auf einen machen, das muss man eben ausmanövrieren, aber trotz alledem ist die Flugabwehr sehr, sehr stark. Wir haben jetzt schon 10.000 Schaden hier reingerockt in die gegnerische Staffel und da ist dann auch die Lexington zu sehen. Ich komme aber gar nicht so weit mit meinen Guns, ne? Also der äußere Ring ist der Torpedo-Ring. Erkennbarkeit zu Wasser, kommen wir dazu nochmal ein bisschen, zu der Verborgenheit. Zu Wasser 5,7 Kilometer, zur Luft eben die genannten 2,5. Wenn ihr Nebel steht und euch irgendwie Nebel gelegt wird und ihr den Nütten benutzen könnt, geht er 2,6 Kilometer weit auf. Das ist ein super Wert. Und der Rest sind halt die Standarddinger. Ja, was habe ich hier sonst so drin? Ihr seht es ja, Verbrauchsmaterialien unten, die sind nicht wählbar. Ja, das heißt, die sind direkt vorgegeben. Schadensbegrenzungsteam haben wir drin. Wir haben Motorboost drin, der 8% bringt, 2 Minuten aktiv ist. Den habe ich hier nicht verbessert weiter. Und dann habe ich eben die Reparaturmannschaft drin, die nochmal ein bisschen mehr Trefferpunkte wiederherstellt. Wenn ihr getroffen werdet, dann könnt ihr da eben mit der Reparaturmannschaft gegenarbeiten. Finde ich richtig genial. 14 Sekunden lang aktiv. 3 Aufladungen in meinem Bild habe ich hier ja, dabei. Und dann habe ich eben noch diese sogenannte defensive Flakfeuer 2, was den Schaden durch die Flugabwehr nochmal erhöht und durch die Explosionen und so weiter. Also das ist richtig lustig. 48 Sekunden Aktivitätsdauer ist hier und 76 Sekunden ist nur die Ladezeit. Also das ist in der Skillung meiner Meinung nach ist die ziemlich optimal, um die Stärken des Schiffes zu betonen. In den Verbesserungen habe ich mich jetzt hier für die Hauptbatterie-Modifikation entschieden. Ja, Hauptbewaffnungsmodifikation hat halt den Vorteil auf die Hauptbatterie und eben die Torpedowerfer. In Slot 2 habe ich mich hier für defensive Flakfeuer entschieden, anstatt der Antriebsmodifikation, die ich sonst im alternativen Modus hier einsetzen würde. Dadurch ist der defensive Flakfeuer einfach länger aktiv und ich habe mich zum Glück in diesem Gefecht für diese Modifikation entschieden, weil das hier eben für deutlich einen größeren Eindruck sorgt. Jetzt sind schon 9 Flieger. Ja, klar, die Line hat es nochmal auf mich abgesehen ein bisschen, aber auch das kann ich reparieren. Reparaturmannschaft rein, Schadensbegrenzungsteam rein und zack, bin ich wieder zu. Das geht also auch weiter. Sind wir hier im Text mit dem Zielsystem-Modifikationsverbesserung. Die Streuung der Hauptgranaten wird reduziert, die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer, ganz wichtig, weil ihr halt sehr, sehr viel manövriert mit dem DD. Das ist so typisch eigentlich, dass die Torpedowerfer eben schneller drehen müssen. In Slot 4 habe ich mich für die Antriebsmodifikation 2 entschieden. Steuergetriebe ist mit 3,7 Sekunden angegeben. Von daher will ich lieber schneller anfahren. Und in Slot 5 haben wir dann die Tarnsystemmodifikation, also um nicht so weit aufzugehen und die Streuung der Gegner an den Granaten, von den Granaten eben zu erhöhen. Da schießt die Lion wieder auf mich. Ah, wieder eine Granate mitgenommen. Die wird von allen Seiten irgendwie, von der Graf Zeppelin wird sie auch angeflogen. Der Torpedobomber hat bei der Lexington anscheinend die meisten Trefferpunkte. Wahrscheinlich hat er das auch nochmal geskillt, so fühlt sich das zumindest an. Und wir können jetzt hier nebenbei die Torpedobomber alle runterballern. Er versucht zwar hier noch irgendwie groß was zu machen, aber durch die Beschäftigung der Line und meinen eigenen Torpedos sowie eben den Torpedos von der Graf Zeppelin konnten wir das Schiff dann erfolgreich hier rausnehmen und haben jetzt erstmal einen freien Cap. Machen wir uns nichts vor, der Flugzeugträger wird wahrscheinlich weiter anfliegen. Die Smolensk oben ist jetzt alleine. Der Big Ben hat inzwischen eine zeitliche gesegnet mit seinem Friedrich. Also wird der auch bald um die Ecke stoßen sozusagen. Ja, Slot 5 haben wir durch, Tarnsystemmodifikation. Und dann habe ich hier in Slot 6 die Torpedowerfermodifikation 3 drin, die dann die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls des Torpedowerfers wieder um 50% erhöht, aber die Ladezeit um 15% verringert. Das kann man dann beim Kapitän nämlich ein bisschen gegenskillen und das habe ich auch so gemacht. Schauen wir uns aber nochmal ganz schnell die Signale an. Ja, natürlich das Flak-Signal oben drauf, November Echo Set 7, mehr Flak-Schaden, das Ding ist hier schon gut, also müssen wir das hier nochmal weiter verbessern. Dann habe ich die beiden Brandflaggen drauf und die Wassereinbruchsflagge drauf, um da einfach mehr Schaden nochmal rauszuholen. Wenn man mal die Guns benutzt, wenn man irgendwie sich gut hinter eine Insel stellen kann oder so, dann wäre das halt sehr sehr von Vorteil, oder ist es sehr von Vorteil, weil man dann relativ häufig Brände legt, weil man schnell schießen kann.
Und in der zweiten Reihe der Kampfsignale habe ich November Foxtrot drin, schneller Voraussmaterial parat, Sierra Mike, mehr Höchstgeschwindigkeit des Schiffes, India Delta für eine größere Reparaturmannschaft, also man stellt mehr Trefferpunkte pro Sekunde wieder her, und dann natürlich Juliet Charlie, um die Magazindetonation komplett zu beseitigen. Gut. Und dann kommen wir zum Kapitän, den ich hier geskillt habe. Ihr habt schon ein bisschen was mitbekommen, ne? Wir haben hier drauf vorrangiges Ziel. Ich möchte gerne sehen, wie häufig ich aufgeschaltet bin. Das ist mir halt wichtig, weil ich auch keinen Nebel habe mit dem DD. Deswegen agiere ich halt auch manchmal dann halt mal offen, weil ich die ganz benutze, was auch immer. Dann natürlich die präventiven Maßnahmen. Ja, hatte ich eben schon gesagt. Wir gehen irgendwo ein bisschen Risiko ein, indem wir die Nachladezeit der Torpedowerfer noch weiter reduzieren und dafür eben in Kauf nehmen, dass wir eventuell öfter Torpedowerferausfall haben, dass, damit wirklich so ein bisschen dem entgegen. In der Reihe 2 habe ich natürlich den DD-Skill drin mit letzter Anstrengung, da ich immer noch mit einem Malus das Steuergetriebe, die Maschinen und so weiter benutzen kann. Dann natürlich Adrenalinrausch, um auch da von Schaden, den ich nehme, zu profitieren. Da geht die Ladezeit der Torpedowerfer runter und die Ladezeit der Guns. In der dritten Reihe, Experte der Überlebensfähigkeit, sagte ich eingangs schon, mehr Trefferpunkte wiederherstellen. Torpedobewaffnungskompetenz für eine kürzere Ladezeit der Torpedowerfer. Und eben Schießgrundausbildung, die hier noch mit dabei ist, um die Guns noch ein bisschen weiter runter zu kriegen. 1,8 Sekunden ist dann der Standardwert und dann geht es eben weiter runter. Und in der vierten Reihe habe ich hier den Tarnungsmeister drin, um dann eben die Erkennbarkeit weiter runter zu pushen, so dass wir auf am Ende 5,7 Kilometer kommen mit Tarnung und den beiden Tarnungsskills. Der Flugzeugträger, der kriegt einfach nicht genug von meiner Flak. Der mag die anscheinend so. Ich mag die auch und knallt ihm da die nächsten Flugzeuge runter. Jetzt ist es für mich so nicht suboptimal, also nicht so gut gelaufen, eher suboptimal gelaufen. Ich habe leider in die falsche Richtung bei der Insel gelenkt. Ich hätte stehen bleiben sollen und irgendwie schneller hinter die Insel zu verpissen, weil ja absehbar war, da die Smolensk kommt. Das habe ich ein bisschen falsch gemanagt, deswegen habe ich mehr Schaden genommen, als ich eigentlich hätte nehmen müssen. Ist jetzt nochmal gut gegangen für mich, da ich die Flieger relativ schnell runterziehen konnte. Aber die Smolensk macht sie jetzt auf dem direkten Weg in den Cap rein, um den eben zu blocken. Ich war schon relativ weit vom Cappen her, aber ich gehe jetzt hier kein Risiko mehr ein, weil wir haben jetzt auch ordentlich Punktvorteile. Ne? Ich habe den CV auf mir gebunden und der Gegner war unter Druck und musste unsere Basis erobern. Und unser Team konnte das dann locker runterspielen offensichtlich in dem Bereich. Deswegen war das einfach auch ein Vorteil, dass ich da die ganze Zeit in der Basis rumgetanzt habe. Ich mache jetzt eigentlich einen kleinen Fehler, ja, eigentlich hätte ich hier stehen bleiben können, also quasi noch einen Tick um die Insel rum und dann eben hoffen können, dass zum Beispiel die gegnerischen Kreuzer, also die alliierten Kreuzer oder unser Flugzeugträger die Smolensk wieder aufmacht, weil sie ist natürlich gut in Schussweite und über die flachen Teile der Insel wäre ich mit den Guns rübergekommen. Ihr seht es jetzt, ne? Also von der Position her wäre es gar nicht so schlecht gewesen, um nochmal ein bisschen Schaden zu machen, um die 100.000 voll zu kriegen. Allgemein kann ich zu den paneuropäischen DDs sagen, es macht eine Menge Fets, das macht wirklich Spaß, die DDs zu fahren. Gerade weil man eben eine gute Flak hat, gute Torpedos hat, eine gute Reparaturmannschaft dabei hat, man merkt gar nicht so doll, dass man kein Hydro dabei hat. Ja? Sie sollten ja ursprünglich mal Radar bekommen, anstatt defensive Flakfeuer, wenn ich mich recht entsinne. Das haben sie jetzt eben ausgetauscht. Finde ich gut, dass sie es ausgetauscht haben. So wie sie jetzt sind, machen sie eine Menge Spaß. Müssen wir dann einfach weiter beobachten. Ihr bleibt ja sicherlich auch dran. Schaut unser Ausblickfolgen, wo wir euch über die Veränderungen von diesen Testschiffen hier immer wieder regelmäßig berichten. Interessiert euch ja. Und dann habt ihr auch einen Vorgeschmack darauf, wie ihr die ganzen Änderungen so ein bisschen einsortieren könnt. Sind die gut, sind die nicht so gut? Würde dem Spaß mit den paneuropäischen DDs eher schaden oder was auch immer, wenn da Veränderungen kommen. Hier sieht man jetzt nochmal den langen Wendekreis, der nervt ziemlich. Das ist schon so, nicht so, aber gut, irgendwo muss eben die Balance bei diesen DDs halt rein. Prinzipiell haltet euch eher mit den Guns zurück, denkt daran eher nicht, dass ihr die Guns habt. Wenn ihr sie benutzt, dann sind sie auch da nicht so schlecht. Aber ihr seid eher Torpedo-DD und ein Flak-DD, kann man sagen. Ne? Mit der richtigen Unterstützung, so wie in diesem Match, kann man mit den europäischen DDs eine Menge Spaß haben. Ich hoffe, ihr hattet jetzt mit diesem Video einiges an Spaß und konntet euch so ein bisschen ja, ein Feeling dafür entwickeln, wie der T9-DD sein wird. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, Glocke drücken, gern auch euren Freunden, Freundinnen und so weiter erzählen, die World of Warships spielen und sich dafür interessieren, dass ihr hier was gefunden habt. Und dann sage ich einfach danke für eure Zeit, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten
nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein. Euer Seekreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.